Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. COPD, das ist die Abkürzung für eine Krankheit, die die Lebensqualität sehr einschränken kann. Diese chronisch obstruktive Lungenkrankheit hindert die Menschen buchstäblich daran, Luft zu holen. Und vielleicht eignet sich dann die Therapie einer interventionellen Bronchoskopie. Das ist jetzt unser Thema. Bei mir ist Professor Dr. Ralf Eberhard. Er ist Chefarzt der Pneumologie und internistischen Intensivmedizin in der Asklepios Klinik Barmbek. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor Eberhard. Ja, gern, Frau Kahler. COPD, was genau passiert da mit der Lunge? COPD, das haben Sie ja schon gesagt, ist die Abkürzung für chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Das bedeutet, die Patienten haben Atembeschwerden, weil die Luft schlecht rein und rausgeht, insbesondere schlecht rausgeht. Letztendlich ist es aber eine chronische, fortschreitende Entzündung, die nicht nur die Atemwege verengt, sondern auch das Lungengewebe zerstört. Wodurch kriegt man das? Es gibt unterschiedliche Ursachen. Die häufigste Ursache ist mit Sicherheit das langjährige Rauchen. Also viele unserer Patienten haben mehrere Jahre, mehrere Jahrzehnte geraucht. Es gibt auch Umweltfaktoren, Straßenverschmutzung, angeborene Erkrankungen, die sowas begünstigen. Aber die häufigste Anzahl unserer Patienten sind Raucher oder ehemalige Raucher. Und Sie haben gesagt, also die Luft geht schlecht raus. Wie merke ich das denn dem Erkrankten an? Durch seine Atemnot natürlich. Der Patient hat Atemnot, weil er keine Luft holen kann, und in den schweren Stadien ist es einfach so, es bleibt Luft im Körper zurück, sodass keine neue mehr reinpasst. Mhm. Wenn Sie sich das vorstellen wollen, eine Cola-Dose, eine leere, ist ja kein Vakuum drin, sondern ist Luft drin, und so ist das bei Ihnen auch, wenn Sie ausatmen. Mhm. Das sind im gesunden Zustand so 1,5, vielleicht auch mal 2 Liter, je nach Körpergröße. Bei unseren COPD-Patienten sind das plötzlich 3, 4, 5 Liter, die zurückbleiben. Wir haben auch Patienten, die haben 10 Liter Luft im Brustkorb. Das ist mehr, als im gesunden Zustand überhaupt in die reinpassen würde. Das heißt, die stehen letztendlich bis oben hin vor Luft. Wenn sie jetzt einatmen würden, maximal einatmen würden, Treppe steigen und nicht mehr ausatmen, dann können Sie sich ungefähr vorstellen, wie es den Patienten geht. Die bekommen keine Luft mehr rein, weil sie schon bis oben hin mit Luft abgefüllt sind. Und hat das damit zu tun, dass die Lungenbläschen, dass das Gewebe starr wird? Oder dass es, warum geht das nicht wieder raus mit der Luft? Die Atemwege sind eingeengt. Ja? Der Durchmesser der Atemwege ist kleiner. Das ist wie bei Ihnen in der Spüle oder in der Badewanne. Wenn das Wasser schlecht abfließt, dann staut sich das Wasser zurück. So ist das auch. Luft bleibt bei jedem Atemzug ein bisschen mehr zurück. Die Lunge überbläht. Und gleichzeitig ist das Lungengewebe zerstört. Das heißt, der Aufhängungsapparat, der Bronchien und der Alveolen, also der Lungenbläschen, so nennen wir das, ist zerstört, und dadurch kollabieren die schneller in der Ausatmung. Und wir reden jetzt ja über eine interventionelle Bronchoskopie. Eine Bronchoskopie hört sich für mich an wie Endoskopie, das heißt, da kann man erstmal was gucken. So, aber interventionell heißt, Sie machen auch was. Ja, Bronchoskopie bedeutet einfach die Bronchien angucken. Das machen wir mit kleinen flexiblen Schläuchen, in denen mittlerweile ein Videochip eingebaut ist mit einer Kamera, einer Lichtquelle. Ähnlich wie bei der Magenspiegelung oder bei der Darmspiegelung, nur ein bisschen kleiner und dünner. Und auch die Gastroenterologen, also die Magen-Darm-Spezialisten, die haben immer einen Arbeitskanal. Das haben wir auch. Und über diesen Arbeitskanal kann man Instrumente vorführen, und dann kann man auch nicht nur diagnostisch tätig sein, sondern auch interventionell, das heißt therapeutisch. Und wie wäre denn die Therapie, wenn jemand mehr Luft in der Lunge hat, als er ertragen kann? Das Ziel ist es, die Lungenüberblähung, die bei dem Patienten besteht und die ihm diese Luftnot macht, zu reduzieren. Letztendlich wollen wir dem Patienten Lunge wegnehmen, und er bekommt paradoxerweise mehr Luft, weil er mehr Platz zum Atmen hat. Die ersten, die auf diese Idee kamen, waren Thoraxchirurgen. Die haben einfach ein Stück Lunge weggeschnitten und dadurch gehofft, dass die Patienten mehr Luft bekommen. Das hat am Anfang nicht so ganz gut geklappt. Das war in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts sogar schon. Um die Jahrtausendwende wurde das dann sehr
populär, aber man hat gesehen, dass die Komplikationsrate aufgrund der Größe des Eingriffes, des operativen Eingriffs, doch sehr groß war und dass natürlich einige Patienten, die besonders schwer krank waren, so einen großen Eingriff auch nicht überlebt haben. Und deswegen haben wir als interventionelle Pneumologen dann nach Verfahren gesucht, die minimalinvasiv sind und die das Ganze so ein bisschen kopieren. Das heißt, wir schneiden jetzt die Lunge nicht mehr raus, aber wir blockieren diese Areale und wir bringen diese Areale dazu, Luft kontinuierlich zu verlieren und damit zu schrumpfen und damit die Gesamtlunge zu entblähen. Aha, das heißt also, wir reden ja im Moment über verschiedene Teile der Lunge. Einige sind ja offensichtlich dann mehr von COPD betroffen als andere. Und es geht ja nicht darum, aus der gesamten Lunge die Luft rauszubringen, sondern die kleiner zu machen, die eh nicht gut funktioniert, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir machen das insbesondere dann gerne, wenn der Patient ein sogenanntes heterogenes Lungenemphysem hat. Das heißt, die Verteilung oder die Zerstörung der Lunge ist ungleichmäßig. Mhm. Das kann sein, dass mehr die unteren Anteile zerstört sind. Das kann sein, dass mehr die oberen Anteile, es geht auch nach rechts und links und vorne und hinten, je nachdem. Und wir suchen immer den Lappen, der am schlechtesten ist. Also den man quasi als Bauernopfer blockieren kann, damit die anderen vier Lappen, die wir haben, besser Luft bekommen. Und das machen wir, indem wir beispielsweise in so einen Lappen oder in die Bronchien dieses Lappens Ventile einsetzen, um diesen vollständig von der Einatmung auszuschalten. Das kann man sich jetzt ja nicht so richtig vorstellen, aber Sie haben uns ein Bild mitgebracht. Ja, das würde ich Ihnen gerne mal zeigen. Ja. Als Modell kann man es schlecht zeigen, weil die Ventile nur wenige Millimeter groß sind. Aber hier sieht man mal so zwei endoskopische Bilder von mir. Es sind zwei verschiedene Typen von Ventilen. Das eine sind diese Entenschnabelventile. Hier, beide Ventile funktionieren wie ein Einwegmechanismus. Das heißt, es geht keine Luft mehr durch das Ventil, aber es kann noch Luft und Sekret wieder raus. In dem Fall würde die Luft und das Sekret hier in der Mitte durchströmen. Und hier haben wir so kleine Schirmchen, nennen wir das, Umbrellas. Hier strömt die Luft seitlich an dem Ventil vorbei. Und wenn man einatmet, dann stellt sich der Schirm richtig auf und dichtet diesen Bronchus ab. Das macht dann Sinn, wenn man den Lappen komplett schließt und quasi in diesen Lungenlappen keine Luft mehr eindringen kann. Jetzt denke ich mir ja, wenn man so ein Organ stilllegt, dann stirbt es ab. Aber das scheint ja nicht der Fall zu sein. Dieser Lungenlappen existiert ja durchaus weiter. Der Lungenlappen existiert weiter, der ist auch weiter durchblutet. Als wir oder ich vor mehr als 15 Jahren mit dieser Technik angefangen haben, da wurden wir ausgelacht, da wurde gesagt, Mensch, das ist ja wie ein Fremdkörper, dann habt ihr doch dahinter Entzündungen. Ja. Dadurch, dass das Sekret aber noch entweichen kann, bilden sich diese Entzündungen nicht. Das heißt, die Patienten haben eigentlich einen relativ stabilen Krankheitsverlauf ohne erhöhte Langzeitkomplikationen. Und das Phänomenale ist, sie können die Ventile nach einigen Monaten oder Jahren bei Bedarf auch wieder entfernen. Und in der Regel entfaltet sich dann die Lunge wieder so wie vorher. Ist das denn das Ziel, nachher die Ventile auch wieder zu entfernen, oder können die auch ein Leben lang drin bleiben? Das Ziel ist es eigentlich, dass die Ventile gesetzt werden und für immer drin bleiben. Mhm. Es kann mal passieren, dass diese Ventile an ihrer Dichtigkeit verlieren. Dann kann man die austauschen. Wir haben auch schon einzelne Patientengruppen gehabt, wo wir gesehen haben, das funktioniert mit diesen Ventilen sehr gut. Mhm. Und haben dann anschließend die Patienten zum Thoraxchirurgen geschickt und haben gesagt, okay, wir wissen, dass der von einer das Lungenvolumen reduzierenden Maßnahme profitiert. Und die Konsequenz ist natürlich die Operation. Um diese Ventile zu setzen, wie lange dauert da der Eingriff? Das sieht ja sehr kompliziert aus. Das ist nicht kompliziert. Das Komplizierte ist die Patientenauswahl und die Auswahl des richtigen Verfahrens. Also da muss man sich Zeit nehmen, da muss man Erfahrung haben. Für diesen endoskopischen Eingriff, das geht über den Arbeitskanal, in flexibler Technik brauchen wir so 5 bis 10 Minuten. Unter Vollnarkose nehme ich an. Das geht unter einer Sedierung. Ja. Der Patient ist nicht richtig wach, aber atmet spontan. Häufig machen wir das gerne in einer Vollnarkose, weil wir da optimale Voraussetzungen haben. Die Ventile sollten richtig gut sitzen, sonst hat der Patient nichts davon. Und da sind natürlich die Arbeitsbedingungen in einer intravenösen Kurznarkose. Das heißt, der Patient schläft ein und 5 bis 10 Minuten später ist er wieder wach, am besten. Woran merkt der Patient,
dass es erfolgreich war? Dass er besser Luft bekommt. Sofort? Das ist unterschiedlich. Wir haben Patienten, die wachen auf und merken, es ist was anders. Und dann merken sie, oh, ich bekomme ja plötzlich besser Luft. Es gibt Patienten, da setzt das Ganze erst verspätet ein. Die Lunge oder der Lungenlappen muss sich immer erst mal entlüften. Und wir haben sogar vereinzelte Patienten, die erst einen Effekt nach 3 Monaten haben. Mhm. Wenn das Ganze 6 Monate keine wesentliche Verbesserung gebracht hat, dann muss man über einen Wechsel nachdenken. Da sollte man zwischenzeitlich auch mal gucken, ob man die Ventile richtig gesetzt hat, ob nicht vielleicht doch eine Undichtigkeit da ist. Dann kann man eigentlich damit rechnen, dass kein wesentlicher Effekt mehr kommt. Aber das Ganze ist etwas, was jetzt nicht unbedingt nach einem Tag da sein muss. Ich sage meinen Patienten immer, gehen Sie jetzt erstmal nach Hause, denken Sie nicht drüber nach, dass Sie im Krankenhaus waren. Wir sehen uns 1 Monat später zur ersten Kontrolle und dann werden Sie schon wissen, ob es Ihnen besser geht. Ja, was kann denn schiefgehen bei dieser Operation? Es gibt Komplikationen. Die Mortalität, also die Sterblichkeit anhand des Eingriffes ist quasi null oder annähernd null. Wir haben also nicht diese hohe Komplikationsrate der chirurgischen Eingriffe. Wir können auch kränkere Patienten diesen Eingriff zumuten, aber das kommt hinzu, es gibt eine Art von Komplikation bei der Ventilimplantation, das ist der sogenannte Pneumothorax. Es kommt zu einem Einriss der Lunge, weil der Lappen sehr schnell schrumpft. Der Lappen entbläht, der nicht behandelte Lappen auf der gleichen Seite muss sich ausdehnen und reißt dadurch ein. Mhm. Es betrifft also gar nicht diesen schlechten behandelten Lappen, sondern es betrifft einen benachbarten Lappen, der vielleicht sogar noch besser ist. Und dann braucht der Patient meistens eine sogenannte Drainage. Das heißt, wir müssen einen Schlauch durch die Rippen einführen, damit die Lunge sich wieder ausdehnt. Mhm. Manchmal muss man die Ventile vorübergehend entfernen. Manchmal muss man auch das chirurgisch vielleicht verkleben. Das ist aber eher die Ausnahme. Aber so eine Komplikation kann bis zu 20% der Fälle auftreten. Mhm. Das ist jetzt relativ viel. Wir arbeiten an Überlegungen und Techniken, wie wir das reduzieren können. Aber aufgrund der Wirksamkeit der Verfahren und des Nutzens, die die Patienten haben, wenn sie davon profitieren, gehen wir und auch die Patienten dieses Risiko ein. Mhm. Kurz noch die Frage, das klingt so märchenhaft, wie Sie Ihren Patienten damit helfen können. Kann das jeder haben? Nein, ich habe ja gesagt, die Patientenauswahl, das ist das Schwierige. Am Anfang war man natürlich ganz euphorisch und hat das versucht, bei jedem Patienten anzuwenden. Und es wurde ganz schnell klar, insbesondere dann, wenn man sich selber die Patienten in der Nachsorge anschaut und nicht nur den Zahlen in den Statistiken und Studien glaubt, sondern mit diesen Patienten spricht, dass nicht alle Patienten profitieren. Und ich habe das persönlich jetzt seit 2004 diese Technik angewendet und deswegen viele, viele Patienten gesehen. Und wir haben dann mit der Zeit auch gelernt, welche Patienten davon profitieren. Und das sind einfach Patienten, die ein sogenanntes geschlossenes System haben oder keine Kollateralventilation. Das ist ein Ausdruck, der beschreibt, dass der Lungenlappen nicht nur über die Bronchien belüftet wird, sondern quasi im Lungengewebe Brücken hat, Übergänge hat, wo Luft durch die Hintertür einströmt. Ja. Wenn ich jetzt die Bronchien durch die Ventile verschließe vorne, dann ist das wie bei der Haustür. Ich nagel die zu, ich dämme die. Die Terrassentür ist aber aufgrund der Gewebebrücke offen. Dann kann ich die Wohnung nicht warm bekommen. So ist das bei den Ventilen auch. Der Effekt ist aufgehoben, sobald solche größeren Parenchymbrücken da sind. Und wie können Sie da helfen? Dann muss man dem Patienten sagen, für Sie kommt so eine Ventilimplantation nicht in Frage. Das können wir anhand der computertomografischen Aufnahmen und auch endoskopisch messen und beurteilen. Dann haben wir Alternativtechniken, auch endoskopische Techniken, minimalinvasive, wo wir ebenfalls seit Jahren dran arbeiten. Das sind so Sachen wie Verdampfung. Da setzen wir lokale künstliche Lungenentzündungen, um über eine narbige Schrumpfung des Lungengewebes dann zu einer Lungenvolumenreduktion zu kommen. Wir haben sogenannte Spiralen oder Coils, die auf beiden Seiten eingesetzt wie Drähte das Lungengewebe zusammenziehen. Und wir haben auch gelernt, immer wieder mehr Patienten auszuwählen, die wirklich von einem chirurgischen Eingriff profitieren, ohne diese hohen Komplikationsraten zu haben, sodass mittlerweile es so ist, dass es also wirklich ein,
eine interdisziplinäre Entscheidung ist. Also nicht nur der Pneumologe oder Bronchoskopiker entscheidet, sondern es ist eine Diskussion, ein Emphysem-Board nennen wir das, wo entschieden wird zwischen Pneumologen, Thoraxchirurgen und Radiologen, welche von diesen verschiedenen Therapien am erfolgsversprechenden ist. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne, Frau Karla. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!